Moral und Ehre. Alleine schon die Tatsache, dass Dinge, die in einem Teil der Welt als moralisch vorbildlich und vorgeschrieben gelten, in anderen Teilen der Welt als Verbrechen gesehen werden, zeigt doch, wie wertlos für Erkenntnisfindung die Moral ist. Das ist ein inhaltsleerer Begriff, der einzig dazu dient, die Menschen zu unterdrücken und dem Tyrannen zu dienen. Ähnliches gilt für den Begriff Ehre. Was in anderen Kulturen als Ehre gilt, ist hier absolut ehrlos. Der Umgang mit Frauen und Minderjährigen ist in anderen Kulturen absolut schändlich und abstoßend. Jeder, der hier auch nur annähernd widerwärtiges Verhalten an den Tag legt, wird zum Paria, zum Ausgestoßenen. Dort ist derart widerwärtiges Verhalten normal und nicht im geringsten ehrlos. Mit dem Begriff Ehre kommt man also auch nicht weiter und es ist geradezu ein Hohn, dass dieser Begriff so bedeutsam ist, dass er sogar in Gesetzen behandelt wird.